Herzlich willkommen im Stempelpalast. An unserem heutigen Techniksonntag möchte ich mit euch gerne über die Strukturpaste von Stamping absprechen und möchte mit euch gerne ein paar Versuche dazu durchführen. Ihr kennt sicherlich noch diese hier, Strukturpaste. Die kommt aus dem Hauptkatalog, aus dem Jahreskatalog, den wir haben. Und ich habe schon mal ein Video gedreht, das nennt sich Arbeiten mit der Strukturpaste. Das verlinke ich euch einfach hier oben mal. Und dann könnt ihr euch das auch noch mal anschauen. Wie gesagt, unsere alte Strukturpaste. Und dazu gab es auch schon einen Satz Schablonen. Die findet ihr hier. Erinnert ihr euch bestimmt. Kleine Rauten. So ein leicht indisches Muster, Ziegel und Wolken, die man natürlich auch mit der neuen Strukturpaste jetzt benutzen kann. Aber wir haben mit den neuen Strukturpasten, die wir im Frühjahr-Sommer-Katalog haben, auch zwei neue Schablonen bekommen. Die Strukturpasten haben wir einmal in Seidenglanz und einmal in Silber. Sieht man wieder, ne? Ich stehe mir selber im Licht, weil ich muss hier wieder mitten in der Nacht aufnehmen, weil ihr kennt das schon, tagsüber kann man hier nicht aufnehmen, weil es viel zu laut. Gut, egal, wir kriegen das hin. Dies sind die beiden neuen Schablonen. Die eine ist sehr filigran, aber auch sehr leicht. Wie soll ich das sagen? Veränderbar. Ich werde euch gleich zeigen, warum ich euch das hier so erzähle. Die andere ist tatsächlich ein bisschen stabiler, wobei auch die Rose sehr filigran ist. Aber dieser Teil hier kommt aus dem Tortenset vom Frühjahr-Sommer-Katalog. Da könnte man die gestempelten Torten einfach noch verschönern. Hier könnte man noch ein paar Punkte auf die Torte machen und ein paar Kerzen. Einmal mit Flammen und einmal mit Herzchen oben drauf stellen. Ist auch sehr hübsch. Aus diesem Ding nehmen wir gleich eine Folie zum Ausprobieren. Die andere lege ich mal zur Seite. Ich empfehle euch, wie auch schon in dem anderen Video gesagt, die Strukturpasten mit geschlossenem Deckel in der Papiertüte, in der Plastiktüte aufzubewahren. Denn wenn sie an Luft sind, trocknen sie sehr schnell aus. Und ihr werdet jetzt auch sehen, dass ich den Deckel hier nicht abgemacht habe, sondern nur, so mal gucken wo, eine kleine Öffnung gemacht habe, hier. Damit das tatsächlich möglichst lange frisch bleibt. So, jetzt schauen wir mal gemeinsam hier rein. Ihr seht auch im Deckel schon, sieht von unten genauso aus wie von oben. Die silberne Strukturpaste ist sehr flüssig. Ich kriege auch echt kein Licht hier ran heute, ne? Hier oben. Freundsahne. Ah, so geht's, glaube ich. Da, jetzt seht ihr es sehr schön. Also es ist sehr silbern mit so ein bisschen Metallic-Effekt. Wir arbeiten da auch gleich noch mit. Ich mache es aber vorher noch mal zu. Und die andere Strukturpaste, die wir haben, die Seidenglanz-Strukturpaste, die ähnelt von der Konsistenz her unserer Strukturpaste aus dem Jahreskatalog. Aber die hat, ja, das kann man jetzt auch wahrscheinlich sehr schlecht sehen, so ein paar shimmery. Ne. Doch, da so ein ganz bisschen. Aber ich zeige euch Projekte. Ich zeige euch nämlich jetzt als erstes, was ich damit schon gemacht habe. Ich habe damit ja auch schon rumprobiert. Den halben Abend. Und ich zeige euch, was dabei rausgekommen ist. Wir fangen an mit der Schimmer
Glanz, Schimmerweiß, nein, Schimmerglanz. Schaut mal hier. Das ist jetzt die alte Maske, ja, gebe ich zu. Aber ich finde die einfach unendlich schön, von daher muss ich sie auch immer wieder benutzen. Ich habe hier in der Mitte, dieses hier ist ganz normal weißer mit Schimmer. Und da könnt ihr nämlich jetzt auch den Schimmereffekt tatsächlich richtig gut sehen. Was gerade in der Dose echt noch nicht so rüberkam, das kommt hier sehr gut. Diese hier habe ich, also hier ist einer, der ist leider hängen geblieben. Die habe ich zuerst, wie ihr hier vielleicht seht, mit dem Silber eingestrichen und habe dann Schimmerweiß oben drüber gemacht. Es funktioniert nicht ganz so bei diesen einzelnen Punkten hier. Da sieht man das schon besser, dass ich das gemischt habe. Ist aber auch nicht schön. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Außen habe ich diese Schimmerglanzpaste einfach nochmal mit Hellblau gemischt, mit Himmelblau. Das ist genau wie bei der klassischen, die wir letztes Mal schon verarbeitet haben. Das geht ganz gut, das gefällt mir sehr schön. Das kann man also machen. So, dann habe ich mich dem Silber gewidmet, was ich also auch vom Kopf her schon sehr schwierig fand. Einfach weil es schwierig ist, eine Struktur zu bekommen mit etwas, was flüssig ist, in meinem Kopf. Ich habe dann also angefangen und jetzt seht ihr auch, was ich euch erzählen wollte. Auf dieser Folie, die ich gerade gezeigt habe, es ist übrigens immer noch nicht trocken, es ist echt der Hammer. So wie ich das von der hellen Strukturpaste kenne, einfach irgendwie ein Baggerstrukturpaste zu stapeln. Und wie ihr seht, das läuft relativ zügig sofort unter diese, hier sieht man es sehr deutlich, unter die Folie. Sodass also hier auch irgendwie überhaupt kein schöner Abdruck stattfinden kann und das nicht so toll ist. Dann habe ich gedacht, gut, musst du wahrscheinlich weniger benutzen. Dann habe ich das Ganze nochmal mit weniger versucht. Und habe dann auch nicht mehr einen Spatel benutzt, sondern hier den Pinsel, den ich schon die ganze Zeit in der Hand habe. Mit dem habe ich das versucht, hier einfach zu malen. Mit dem Pinsel kommt man natürlich aber auch sehr leicht unter die, ja, wie soll man das sagen, unter das Plastik, sodass, also dieses hier ist nicht drunter gelaufen, sondern drunter gemalt. Und da, wo ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben habe, sieht man auch schon, dass das funktioniert. Aber jetzt haben wir eben das Problem, dass man die Farbe auf der Fläche so hin und her schiebt und dann entstehen hier so Reliefs. Kann auch ganz hübsch sein, aber kann auch doof aussehen. Ihr seht aber schon, dieser Metallic-Effekt, der ist auch da, wenn es so sehr dünn aufgetragen wurde. Also das geht schon. Dann habe ich nochmal versucht, mit einer alten Folie wieder, hier nochmal auch mit dem Pinsel, nicht mit dem Spatel, ein bisschen mehr reingefüllt, um zu versuchen, nochmal eine Erhöhung dahin zu kriegen. Das ging auf jeden Fall besser als auf der anderen Folie. Aber schön finde ich das immer noch nicht. Tatsächlich finde ich schön, diese hier, die also gleichmäßig bedeckt sind, wo man auch das Gestrichene nicht mehr sieht. Ne? Hier kann man ja sehen, wie ich mit dem Pinsel gestrichen habe. Und wenn sie wirklich gleichmäßig bedeckt sind, finde ich sie auch sehr schön. Nichtsdestotrotz, diesen Metallic-Effekt, den hat man immer. Da ist die Verarbeitung einfach auch sehr einfach. Und ich zeige euch das jetzt auch noch mal ganz kurz hier auf der auf dem flüsterweißen Untergrund. Wir nehmen Silber. Ich nehme auch wieder einen Pinsel, weil ich einfach den Spatel mit dieser echt flüssigen Strukturpaste nicht gut zusammenfinde. Ich kann da nicht gut mit umgehen, aber nun ja. Also ihr seht, das ist wirklich super flüssig.
das noch länger schief halte, könnte das sogar tropfen. Ich mache dann jetzt auch sofort das wieder zu. Und würde jetzt einfach mal versuchen, hier so drüber zu malen, wie ich das gemacht habe. Das sind jetzt die Kerzen von der Torte. Aber ihr seht auch schon hier bei der Verarbeitung, es ist unheimlich schwierig, die Struktur tatsächlich darzustellen, weil man immer wieder, weil es so flüssig ist, eigentlich die ganze Paste mitnimmt. So ein bisschen reinstopfen kann man das da. Jo. So, und dann kann man das abnehmen. Und ihr seht, da, wo ich es versucht habe reinzustopfen, ist es sofort übergelaufen. Und da, wo ich es nur drüber gestrichen habe, sieht es auch tatsächlich so gut wie eine Kerze aus. Ich muss euch ganz kurz alleine lassen. Ich muss das hier mal eben sauber machen gehen, denn ihr wisst schon aus dem alten Video, das muss sofort sauber gemacht werden, ansonsten trocknet es an. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich bin kurz im Badezimmer. So, da bin ich wieder da. Folie ist abgewaschen, Pinsel habe ich gleich im Bad gelassen, den brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Denn jetzt arbeiten wir wieder mit dem Spatel. Und ich habe mal so einen Plastikteller mitgebracht. Das Silber können wir wieder eintüten. Das habt ihr ja jetzt gesehen. Und ich zeige euch jetzt Seidenglanz. Auch hier versuche ich das immer so abgeschlossen wie möglich zu lassen, damit es nicht austrocknet. Ich nehme mir jetzt hier mal zwei so Hügel raus. So. Und mache das auch sofort wieder zu. So, muss man ein bisschen aufpassen, dass ich damit nicht in die Kerzen ditche. Und das kann man ganz einfach hier in der Mitte auftragen. Man muss dann hinterher den Überschuss ein bisschen abkratzen. Ja, aber nicht, wenn man das verwackelt, ne? Ich habe es auch vergessen. Ich habe mir extra noch das Washi-Tape hier hingelegt, habe es aber nicht gemacht. Das machen wir aber jetzt noch. So. Also machen wir das nochmal. Die Spitze von dem Blümchen. So. Und wie ihr das auch schon kennt, stelle ich es doch da in die Kerzen. Ein Tropfen Nachfüllfarbe. Ich benutze in diesem Fall zarte Pflaume und ich benutze Pflaumenblau. Ein Tropfen reicht. Ein halber würde auch reichen, aber den kriegen wir nicht aus dem Nachfüllfläschchen raus. Und dann kann man hier ganz einfach das ein bisschen mischen. So, ich kann dann hier weitermachen.
dieses Blümchen einfach zu füllen hier. Also wie gesagt, diese Shimmery Paste funktioniert ganz genau so wie die Paste ohne die Schimmereffekte. Nur das Silber funktioniert anders, weil es halt so flüssig ist. Aber ich finde den Effekt wirklich toll. Seht ihr dieses Schimmernde? Das ist echt schön. Das kommt hier noch außen herum. So, was ihr dann machen könnt, das ist, habe ich auch in meinem Projekt gemacht, was bei uns ins Technikbuch hineinkommt, indem ihr die Übergänge einfach noch ein bisschen mehr gestaltet. Und ich habe das nämlich einfach hier so overall glatt gezogen. Das müsst ihr dann ja auch noch tun. So. Dann kommt die Folie ab. Und ich zeige euch schnell die Blume, bevor ich wieder im Bad verschwunden bin. Hier ist die Blume. Das sieht schon sehr nice aus, finde ich. So, ich bin kurz im Bad, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder da. Das bleibt einfach über. Das schmeiße ich einfach so in den Müll. Und hier sieht man jetzt auch diesen Shimmery-Effekt nochmal. Sehr schön. Ja, die silbernen Kerzen, die noch als Kerzen identifizierbar sind, die sind auch schon trocken. Die anderen noch nicht so, also es dauert auch immer ein bisschen, bis das so trocknet. Aber wenn es denn trocken ist, ist es eigentlich ein sehr, sehr schöner Effekt. So, jetzt bleibt mir nur noch, euch die Karte fürs Technikbuch zu zeigen. Das ist in diesem Fall diese hier. Ich habe jetzt auch die alte Folie benutzt, weil ich einfach diese Ziegel so wunderschön finde. Habe für euch den Farbverlauf da reingemacht. Und das Ganze mit der Shimmery. Ich sage mal Shimmery. Die heißt nicht Shimmery. Heißt sie wenigstens auf Englisch Shimmery? Ja, Shimmery White Embossing Paste. Siehste, da habe ich es her. Also Strukturpaste in Seidenglanz. Gefärbt mit Feige und Puderrosa in diesem Fall. Natürlich würde ich sie normalerweise noch ein bisschen weiter anhübschen, bevor ich sie verschenke. Aber es geht in unserem Technikbuch ja darum, eine Erinnerung zu haben an die Technik. Und das haben wir hier. So, dann wünsche ich euch noch einen tollen Sonntag. Nächsten Sonntag geht es dann um die Stamping Blends und die Stamping Write Marker. Und ich habe mich entschlossen, die Aquarellstifte auch noch mit da reinzunehmen und denen keinen eigenen Technik-Sonntag zu widmen, sondern einfach diese drei Möglichkeiten des, ich sag mal ganz platt, Bemalens in einen Sonntag zu nehmen. Und das werden wir dann am nächsten Sonntag tun. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag, wie gesagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über mein Däumchen. Wenn ihr mehr vom Technik-Sonntag mögt, gerne ein Abo dalassen. Und falls ihr Fragen habt, falls euch hier die Produkte gefallen haben, kontaktiert mich einfach in den sozialen Medien. Die Kontaktmöglichkeiten stehen in der Infobox. Alles Liebe für euch. Bis dahin. Tschüss.